Oh, am Gebi. Oh, fuck. Da freut man sich auf den Nachmittag. Ja, total frisch und ausgeruht. Freue mich, dass ich heute endlich noch was machen darf. Nein, tatsächlich habe ich mir zu Hause wirklich gedacht, als ich Nachmittag im Bett lag, eigentlich war das heute Morgen schon eine ganz gute Trainingseinheit. Wäre eigentlich auch okay, jetzt heute den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Aber es heißt ja nicht umsonst Special Block. Das heißt, zweite Trainingseinheit, zweite Tempoeinheit ist jetzt geplant. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie weit wir kommen. Aber das ist immer so ein bisschen Gambling. Man muss mal gucken. Für die Leute, die vielleicht die erste Folge nicht gesehen haben, wir haben es heute Morgen schon gesagt, was jetzt noch anstehen würde. Und zwar für jetzt wäre noch mal wahrscheinlich ein kleine Einlaufrunde. Wir haben sehr viele Kilometer heute, aber kleine Einlaufrunde, einfach um ein bisschen Feeling für den Körper zu bekommen. Vielleicht 2 Kilometer irgendwie mal kurz joggen. Dann nochmal 10 Kilometer in 3:20. Wie könnte es anders sein als Vorbelastung? Und dann geht's, deswegen sind wir auf der Bahn, geht's auf die Bahn. Es stehen noch 10x600 Meter an. Mit relativ langen Pausen, sage ich jetzt mal. Mit 2 Minuten Pausen. Und gelaufen werden sollten die idealerweise in 1,36, was quasi 2,40er Tempo ist. Ich glaube, da geht es jetzt einfach primär mal darum, dass man halt versucht, nach einem langen, intensiven Tag mit vielen Kilometern motorisch nochmal in einen anderen Gang zu schalten. Ob das gelingen wird, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Vom Feeling her würde ich jetzt mal sagen, ambitioniert, aber vielleicht braucht es einfach 2-3 Läufe und dann klappt das oder halt auch nicht. Wir werden sehen. Man muss dann schon irgendwann ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, die Akkus sind wirklich, wirklich, wirklich alle, dann vielleicht auch so vernünftig sein und sagen, okay, das war's jetzt für heute, das war jetzt ein guter Tag, mehr macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ich habe es, glaube ich, im ersten Video schon gesagt, ich glaube, von allen Special Blocks, die bei mir bislang im letzten Jahr mal im Trainingsplan standen, das waren auch nur so 4, glaube ich, bislang, weil halt sehr intensiv, sowas kann man jetzt nicht ständig machen. Ich glaube, ich habe nur einen einzigen Mal komplett geschafft, also das ist dann schon auch immer ein Grenzgang auf jeden Fall. Und was machen die Freunde hier? Du meinst die Beine? Sag mal so, also als ich aufgestanden bin, nachdem ich irgendwie 2 Stunden im Bett gelegen habe heute Nachmittag, hat mich so ein bisschen der Schlag getroffen, weil ich bin einfach fast wieder ins Bett zurückgefallen. Sind schon, ja, schon sehr müde, sehr fest. Also ich habe natürlich viel gerollt, vorher auch noch mal ein bisschen mobilisiert, gestretched. Aber natürlich kann man jetzt in der Kürze der Zeit mit diesen paar Stunden, die da dazwischen sind, jetzt auch keine Wunder erwarten. Man hat versucht, so gut es ging, zu essen. Natürlich eher jetzt kohlenhydratlastig, um die Speicher aufzufüllen. Viel zu trinken, um den Verlust von heute Morgen auszugleichen. Ich habe echt krass geschwitzt heute Morgen schon, weil es sehr warm ist. Deswegen sind wir jetzt auch relativ spät hier dran. Es ist jetzt 6:30. Wir haben jetzt, glaube ich, laut Auto gehabt 27, 28 Grad. Und die Sonne ist jetzt schon ein bisschen, steht schon tiefer, deswegen ist es ganz angenehm. Da kommt schon hier der Kollege gleich, mit dem ich zumindest einen Teil des Programms machen darf, mit dem Jonas. Ja, und schauen wir mal, wie die Beine sind. Ich hoffe irgendwie, dass wir einen Schritt finden und reinlaufen und dann ja, irgendwie durchkommen heute noch. Hi, ja, schon, selber. Schön, dass du dabei bist. Yes. Alles klar, legen wir los. Swallow your pride, there's nowhere to hide. What would you decide when it's on the line? Would you do or die? Would you compromise? Or would you stand through the storm and roll with the tide? Would you be the one to fight or the one to hide? You can never touch the sky if you don't try to fly. Rocky roads, but we stayed unshakable. Been through it all and we still unbreakable. 3:17 aktuell, also könnte schlechter sein. Aber klar, ich merke, was ich heute Morgen gemacht habe.
das ging ganz gut. War zu schnell. 3,15er Schnitt. 32,29. Ja, ich habe jetzt 5 Minuten Pause, beziehungsweise jetzt schon keine 5 Minuten Pause mehr. Wie man sieht, es ist heiß. Auch wenn die Sonne jetzt tief steht, es ist heiß. Jetzt noch 600er, mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, ob das noch geht, ob das so schnell geht. Leider haben wir Jonas verloren, aber der ist jetzt auch fertig. Also ich glaube, für den war es dann trotzdem auch noch ziemlich schnell, ehrlich gesagt. Der wollte auch einen kleinen Wettkampftest machen, sozusagen. Ja, mal gucken. Ich glaube, die ersten ein, zwei Läufe werden wahrscheinlich richtig, richtig eklig, weil jetzt aus 3,15 in so ein schnelles Tempo, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren, so viel noch geht. Stand, Kilometerstand jetzt vor den 600ern, 39. Yeah. Aha. Alter, 36 ist keine Chance. Nee, komm. Let's go! Es ist so schwül. Die Sonnenbrille besteckt ständig. Ja, super, das klappt auch nicht, das ist auch schon nass. Yeah! Mayday, yelling Mayday. Everybody better vacate from the gateway. 100 rounds on the freight train. That's the wavelength from the bottom where we ain't paid for the weight gain. Draw a lot and I'll be 10 toes pushing past that. Never back back. Fully with the bounty for the bounty with the bag. At. Kann man es, glaube ich, den Leuten ein bisschen schwer vermitteln. Es laufen Spaß macht. Er leidet schon, glaube ich, ziemlich. Also ist ja eigentlich schon über jedes Limit hinaus, aber der Kopf läuft noch. Und der andere läuft noch auf die Beine an. Letzte Pause da herum. Oh, ist ganz schön einfach nicht zu stehen. Sind wir mal realistisch. Das ist krass, dass du das nie gemacht hast, das Leben. Ich habe nicht unbedingt erwartet, dass das möglich ist für mich. 45,2 Kilometer heute. Meine Fresse. 0, dachte ich. Ja, wir waren eine Runde länger einlaufen mit Jonas. Ich habe gemerkt, ich war zu langsam bei 400. Ich dachte mir, lieber vor mir fahren, dann hat man so einen Fixpunkt. Ich kann aber Entwarnung geben, Jonas, 1,36 habe ich nicht mehr geschafft. Ja. Das war, glaube ich, so zwischen 1,37 und 1,39. Junge, wenn das nicht. Aber es waren halt die Kilometer 39 bis 45 heute. Junge, wenn das nicht ist, also nicht. Oh. Was macht man nicht alles für ein geiles Video? Wir haben mir zumindest Mühe gegeben, den heutigen Tag voll auszukosten und für euch hier zweimal sehr lange heute leiden zu dürfen, auf jeden Fall. Recap so kurz danach ist ein bisschen schwer, also es ist offensichtlich ja gut, weil sowas habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Wenn man ganz ehrlich ist, heute Morgen war ja ein bisschen besser als die Vorgabe. Heute Nachmittag 50-50, also die 10 waren natürlich schon deutlich schneller als die 33-20 mit 32, boah, ich weiß gar nicht mehr, 32-28 glaube ich waren es, oder 29.
Allerdings dann mit der 5 Minuten Pause danach auf 2,40er Tempo bei den 600ern. Also wie man ja sieht, 2 Minuten Pause bei den 600ern ist ja viel Pause, für mein Dings normalerweise. Und wie man ja gesehen hat, habe ich das nicht mehr geschafft, das Tempo. Das heißt, was man ja hier sieht, ist, dass die einfach der Körper so durch ist, die Beine so durch sind, weil wir reden ja dann von den Kilometern 39 bis 45 heute, dass es einfach motorisch sehr, sehr schwer ist, überhaupt so einen frequenten Schritt noch zu laufen. Also die Beine fühlen sich einfach an wie mit Blei ausgegossen. Überraschenderweise ist es, finde ich, also natürlich war es irgendwann einfach nur noch hart und man hat es am Atmen gehört, ich freue mich auch auf den nächsten Physiotermin, irgendwas in meinem Kreuz hinten hängt, weil ich habe mich sehr schwer getan zu atmen. Das Zwerchfell hier war sehr, sehr zu, deswegen konnte ich nicht so richtig tief einatmen. Deswegen war das Atmen so schwer, aber ja, 1,37 bis 1,39, das ist ja dann trotzdem noch so 2,42, 2,45er Tempo für die 600er. Und es ist so, ich finde, im dritten, vierten Lauf tatsächlich ein bisschen besser geworden. Also anstrengend war es natürlich schon, aber so von der Motorik hat man irgendwie wieder so ein Feeling ein bisschen gehabt für den Schritt. Ja, und gut, die letzten 2-3 Läufe, bin ich ehrlich, also das war, da hat alles gearbeitet, was noch irgendwie da war, Oberkörper, Arme, weil die Beine wollten schon lange nicht mehr, aber bin happy, auch von meinem Mental Game sozusagen, das heute so durchzuziehen, durchzubeißen, das war ein hartes Stück Arbeit und ich freue mich jetzt auf 3 ruhige Tage. Oh, Scheiße. Naja. Ich bin sehr happy, dass das geklappt hat. Ich ziehe sogar eine lange Hose an. Ey. Ich bin um 5:30 morgen nicht dabei, also brauchst du morgen früh nicht auf mich warten. Wenn ich aus dem Bett komme, dann. Junge.